Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum Gas Station Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, seit der letzten Folge ist einiges an Zeit vergangen und ich habe euch gesagt, Leute, es geht hier weiter, wenn das Waschanlagen-Update kommt. Ist erschienen am gestrigen Tage und wir grinden weiter rein. Wir haben 3000 Dollar auf dem Konto, der Laden läuft und ich würde sagen, wir haben eine neue E-Mail und schauen uns die einmal an. Vielen Dank nochmal für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare unter den letzten Videos. So, wir gehen mal rein hier. Und checken mal unsere E-Mails, ne? Oh, hier. Automatisches Waschen. Lieber Neffe, nachdem wir uns über Sandstürme unterhalten haben, möchte ich dich an einer lukrativen Idee teilhaben lassen. Trockne deine Tränen. Mach deine Schwächen zu deiner Stärke oder wie ist das Sprichwort nochmal? Ja, ist ja im Grunde auch egal. Was nicht egal ist, ist zu wissen, wann man es anwendet. Also wann gelingst du es zu tun, dich regelmäßig gegen die Sandstürmer heimzusuchen? Du schlägst Kapital daraus und nicht allein in der Wüste. Deine Kunden haben den ganzen Staub genauso ausgesetzt. Ja, auf jeden Fall eine heruntergekommene Waschanlage. Ne, sollen wir auf jeden Fall die Ärmel hochkrempeln und ein bisschen was machen und Fahrzeuge auf Hochglanz bringen. Sehr schön. Mal kurz und knapp zusammengefasst. Ich fand den Text jetzt ein bisschen zu lang, aber ja. So, die Leute machen alle Pause. Wir gucken mal auf die Uhrzeit, ne? Ich würde sagen, wir kassieren erstmal ein bisschen hier. Und werden dann gleich die Tankstelle einmal schließen. Und das Ganze dann upgraden, ne? Ich gucke mal, Kraftstoff haben wir auch noch welche. Mahlzeit, ich grüße sie. Oh, Tankstelle haben wir genug Liter drin. Das heißt, wir haben für genug Geld gesorgt. Und ich würde sagen, wir machen die Bude einfach mal zu. Und werden uns um andere Dinge kümmern. Das heißt, wir kümmern uns jetzt darum, zack, dass einmal die Tankstelle geschlossen ist. Das heißt, alle fahren weg. Wir drücken mal den großen Knopf hier. Blub, Warnung. Und tschüss. Das heißt, die UFOs kommen, ne? Geil. Ich mag das irgendwie. ist halt mega lustig. So, wir gucken uns den ganzen Spaß mal an. Wir haben da vorne auch einen Hinweis bezüglich des Ganzen hier und müssen gleich mal schauen, dass wir den ganzen Spaß upgraden. Ne? Ich glaube, hier kommt die Waschanlage hin, wenn ich das richtig im Blick habe. Und wir können auf jeden Fall noch einmal hier für euch durchwischen. Ne? Einmal hier, ich guck mal. Ach, guck mal, wir müssen auch mal wieder malern. Ne? Ach, verdammt. Zu tun haben wir auf jeden Fall richtig viel. So, wir machen hol mal den Besen raus und wischen einmal durch. Und dann kümmern wir uns gleich darum, dass der ganze Spaß hier dann auch weiterläuft. So, wir haben erstmal alle Kunden verscheucht. Wir haben die Tankstelle geschlossen und werden in der heutigen Folge ja, mit dem Ausbau beginnen. Ihr könnt übrigens ab Stufe Level 4 das Ganze upgraden, wenn eure Tankstelle Level 4 hat. Es stand zumindest in den Patch Notes drin. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Deswegen werden wir uns das Ganze gleich in aller Ruhe anschauen und ja, werden dann hier noch die Waschanlage dementsprechend ja, einrichten. Vielleicht müssen wir noch ein paar Sachen wegpacken. Müssen wir mal gucken. Zack. Wir machen erstmal den Müll leer hier. Es ist auch einigermaßen alles sauber. Wir gucken mal hier, ob wir da noch irgendwie ein bisschen Müll aufräumen müssen. Oder ob hier soweit alles ready ist. Nö, Werkstatt ist auf jeden Fall auch gut dabei. Ich weiß nicht, hatte ich noch irgendwas bestellt? Nee, ne? Hatte ich nicht. So. Wir gehen mal ran. Ich rufe mal kurz die Müllabfuhr, damit die hier auch nochmal leer machen kann. Haben wir noch Zeitungen hier, die wir einräumen können? Mal ein paar Artikel hier, ne? Da haben wir nichts mehr. Da war auch nichts mehr. Stimmt, wir wollten ja eigentlich ein bisschen was bestellen, ne? Hüte haben wir nicht. Eiscreme nicht. Das haben wir nicht. Ah, hier war alles ratzekatze leer gekauft, ne? Ja, müssen wir uns auch nochmal irgendwann drum kümmern. Aber jetzt ist erstmal das Hauptaugenmerk auf die jeweilige Waschanlage. So. Da ist sie, ne? Kostet 1000 Dollar. Und da, Carwash, Leute, Errungenschaft freigeschaltet. Das heißt, wir können ab sofort können wir hier Fahrzeuge waschen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze funktioniert hier. Also da bin ich mal richtig gespannt. Wir machen mal einen Screenshot hier. Route 66. Und gucken uns das Ganze mal so ein bisschen an hier, ne? Was haben wir denn hier? Closed Open. Ah, wir können Sachen öffnen und schließen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr cool. Die Frage ist, wie das Ganze aussieht. Brauchen wir dafür noch irgendwas? Warte auf den ersten Kunden an der Waschanlage. Okay. Sehr gut. Müssen wir hier vielleicht auch nochmal was sauber machen? Ich weiß gar nicht. Nee, ne? Hier sind wir soweit ready. So, vielleicht bezahlen wir auch nochmal unser Personal aus. Das machen wir auch nochmal.
Angestellte. Boah, $600. Ist natürlich jede Menge Geld, ne? Können wir denn noch weitere Sachen upgraden? Weil das wäre nämlich auch nochmal gut zu wissen. Level 1. Ah, wir können das upgraden. Wasser. Ah, Wasserdruck. 1000 Liter und so weiter. Wir können ja erstmal mit dem Standard machen und können das später vielleicht nochmal in die Höhe treiben. Tabak haben wir auch nicht mehr, ne? Die Frage ist, wie viele Level gibt es denn dort? Warte mal. Gucken wir nochmal kurz rein hier. So, Level 1. Es geht, glaube ich, bis Level 5 hoch, ne? Auch, oder? Das Wasser sieht auch lustig aus, finde ich. Ansonsten haben wir hier noch E-Mails? Nee. Wäsche frei. Dann würde ich sagen, wir öffnen mal wieder die Tankstelle und werden uns den ganzen Spaß anschauen. Unser Personal, ne, die sind auf jeden Fall noch mit dabei. Und ich bin gespannt, wann die ersten Kunden dann zur Waschstraße kommen. Vielleicht können wir ja sogar noch neues Personal einstellen. Wobei, wir hätten ja, glaube ich, genug. Ne? Und anmalern müssen wir ja auch mal wieder. Also macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und wenn ihr Bock habt, Leute, auf noch mehr Simulationsspiele, auch ein bisschen Multiplayer-Action. Heute Abend um 19 Uhr geht's los mit einer Runde Simfreitag XXL. 12 Stunden Stream, 19 Uhr von 7 bis 7 Uhr. 7 Uhr morgens, könnt ihr euch dann hier ja auf Twitch wieder niederlassen. Eine entspannte Runde in Echo, damit werden wir starten und auch noch weitere Spiele spielen. Mal sehen, was wir so alles zocken werden. Ich habe mir so ein paar Spiele rausgesucht und da werden wir nachher auch reinsuchten. Ab 19 Uhr geht's los. Für alle, die sagen, ach nee, ist jetzt nicht so mein Simulationsgames. Morgen Abend gibt's dann noch einen Livestream und zwar LS 12 Stunden. Ne? Ach, guck mal, da kommen schon die ersten Kunden. Ich bin gespannt, wie es läuft mit der jeweiligen Waschanlage. Und ich finde cool, dass es kostenlos gekommen ist, weil viele haben ja spekuliert oder haben gesagt, ach nee, jetzt kommt wieder was Kostenpflichtiges. Wer weiß, grüße sie. Mahlzeit, kommen sie ran, gucken sie rein, gucken sie raus. Zack. So, Render. Bam. Sehr gut. Hier auch nochmal. Also, mittlerweile läuft das, ne? Ach, guck mal, da fährt schon der erste rum. Ich hoffe, der will sein Fahrzeug waschen. Jo, schönen Tag doch. Tschüss. Ne, der fährt, glaube ich, in die Werkstatt, ne? So wie das aussieht. Das heißt, da werden wir noch ein bisschen munter schrauben können. Bitte biegen Sie hier links rein. Mhm. Und ihr habt auch geschrieben, vielen Dank auch nochmal für den Tipp, dass, wenn ich ein Fahrzeug hochgebockt habe, die Personen das da nicht mehr machen, ne? So, guten Tag, junge Frau, ich grüße Sie. So, wollen wir mal hochbocken hier. Press the button. Oh, da kommt der erste in die Waschstraße. Sehr schön. Oh, herrlich. Carwash, Leute. Geil. Ich würde sagen, Aufgabe erledigt. Benutze die linke Maustaste. Ah, warte mal, okay. Deckel verdrehen. Ah, wir können hier den Spritzfaktor ändern. Und können auch den Aufsatz ändern, ne? Oh, ja. Niedriger Druck. Was? Zum Säubern? Wieso haben wir keinen Druck hier? Müssen wir Wasser bestellen? No, no, no. Oh, oh. Irgendwas stimmt hier nicht. Oder müssen wir Wasser bestellen? Finde den Eingang zum Schrottplatz. Okay. Was für ein Eingang zum Schrottplatz? Wir haben einen Schrottplatz. Lol. Wo ist der denn? Wird der irgendwo hier angezeigt? Ah, da vorne. Das heißt, wir müssen Sachen upgraden, ne? Das heißt, die Story geht auch ein bisschen weiter voran. Ah, da vorne. Okay. Oha. Was ist das denn hier? Das ist die Pumpe, oder was? Oha. Gott. Erforsche den Abfluss. Oh nein. Das wird doch nicht gut enden, oder? Leute. UFOs? Biest. Ich, geh mal hier lang. Dennis, was war hier?
Okay, sehr gut. Was haben wir denn hier? Oha. Dunkle Tunnel, ne? Fuck school. Wir müssen das mal hier wegpacken. Ich hoffe, wir kommen hier nicht zu der Bestie oder sowas. Oh nein, ey, voll das... Ah, warte mal, da geht's durch. Der Weg ist verschlossen. Ah, wir müssen, glaube ich, den Kabel folgen. Dunkle Katakomben und unsere Kunden warten alle, ne? Oh, guck mal, hier haben wir ein Lager. Wie kommen wir denn hier... Ah, so, jetzt haben wir die Tür geöffnet. Sehr schön. Ah. Mahlzeit, grüße Sie. Ach, herrlich. Boah, was ist das denn hier für eine Kanalisation, Leute? Leute. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Hilfe. Kleines Jump'n'Run mäßig. Oh. Puh. Wo müssen wir lang? Verdammt. Unsere Kunden warten auf jeden Fall, ne? Ist schon mal nicht so gut. Boah, Hilfe. Ob das so gut ist hier. Kommen wir wieder runter? Ah, sehr gut. Ah! Geh raus. Was müssen wir da machen? Das Ganze reparieren hier. Befreie die Wasserpumpe. Okay. Ja, die Kunden hauen auf jeden Fall ab, ne? Ist natürlich nicht so gut. Pick up the trash. Schön. Oh Mann, ey. Ah, finde ich cool mit der Storyline, ne? Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Pumpe müssen wir vor Müll beschützen. Beziehungsweise befreien. Warum auch immer. Ich hoffe, wir kommen dann später einfacher dahin, ne? Das ist wahrscheinlich mit dem Wasserdruck, ne? Oh, da müssen wir dann regelmäßiger hier hin. Oh, gar keinen Bock. Die Frage ist... So, 8 von 10. Was ist denn noch hier? Gustav ist happy. Noch mehr Müll hier. So. Aufgabe erledigt. Finde einen Weg zurück. Gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Keep out. Wo kommen wir denn da hoch? Ah. Gehen wir mal hier hoch. Ah, guck mal. Ah. Alter. Ach, da kommen wir runter. Das ist ja geil. Grüße, hallo. Ich glaube, wir müssen mal abkassen. Warte mal, wir machen erstmal Kraftstoff und dann die Kasse. Ich glaube, die Kunden sind da nicht wirklich zufrieden. Aber da habe ich mich schon mal ein bisschen erschreckt, ne? Mit dem jeweiligen Alligator, ne? Ist auf jeden Fall schon mal krass. Kasse, Werkstatt. So, Waschplatz. Auch wild. Die Leute sollen sich auf jeden Fall mal regenerieren. Gott, oh Gott, oh Gott. Mal, da unten ist der Müll. Den müssen wir, glaube ich, auch wegbringen. So, wir kassieren erstmal. Ach. Herrlich. Aber finde ich cool von der Storyline her. Auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und ich weiß ja nicht, wie häufig man da runter muss. Oder ob das jetzt nur einmalig war. Wir werden es auf jeden Fall erleben. Der Müll ist auch wieder voll, ne? Ach du Scheiße. Müssen wir hier den Müll nochmal leer machen. Hallo, grüße Sie. Bitte warten Sie. So. Ich rufe mal kurz die Müllabfuhr. Zack. Lieferungen. Müllabfuhr. Sehr schön. 10 Kunden an der Kasse. Ey, das ist nicht gerade wenig. Müssen wir es mal abkassieren. Da gucken wir uns gleich nochmal den ganzen Spaß an. Ich kümmere mich jetzt erstmal darum. Also die Waschstraße haben wir auf jeden Fall schon mal gebaut. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt werden wir erstmal gucken, dass hier die ganzen Leute versorgt werden. Werkstatt haben wir auch noch einen Kunden. Noch einen am Kraftstoff. Guten Tag. Sehr gut. Ah, oh, hier. Kochbücher, Rätselhefte ohne Ende. So, wir haben 2 beim Kraftstoff. Wenn es 3 sind, dann gehe ich mal kurz rüber.
Und ich hoffe, dass die Leute gleich mal ein bisschen besser regenerieren da oben, ne? So, es wird nur noch Zeitung gekauft hier. Ich muss hier mal ein bisschen nachräumen hier, ne? Wir könnten hier noch ein paar Sachen, aber ansonsten haben wir, glaube ich, gar nichts mehr da, ne? So, wir haben, glaube ich, drei Leute am Kraftstoff. Da müssen wir auch mal hin. Werkstatt haben wir. Waschstraße. Auch mal. Ja, ich bin gleich wieder da. Warten Sie. Mal kurz hier einmal. Ja, ich komme doch schon. Warten Sie. Aber müssen wir alles selber machen, ne? Alles selber machen hier. Aber der Rubel rollt trotzdem, ne? Das ist, sehr gut. Und die Leute rennen uns wirklich die Hütte ein. Ne? Ihr habt doch geschrieben, machen wir wieder Dennis an, machen wir Sandstürmer an, mach dies, mach das an. Werden wir auf jeden Fall mal machen irgendwann wieder. Ach, das sieht aus, die Bude hier, ne? Ich bin froh, wenn die Leute, alle dann ausreichend erholt sind, dass wir da weitermachen können. Jo, schönen Tag noch. Tschüss. So, Kasse noch 5 Leute. Werkstatt haben wir auch noch einen. Ja, thank you. Genau, thank you. Sehr schön. Mann, Mann, Mann. So, zack, zack. Es werden nur noch Brillen gekauft und viele andere Sachen. Also die Leute sind auf jeden Fall ein bisschen strange, ne? Brauchen die Leute jetzt länger für die Regeneration? Sieht zumindest so aus, ne? Oder ist das ein Fehler vom Spiel? Ich meine, die regenerieren sich nicht. Kann natürlich auch sein, ne? Ja, schönen Tag doch. Tschüss. So, jetzt haben wir noch 2 Kunden an der Kasse. Die kriegen, glaube ich, auch noch hin. Dann müssen wir gleich mal ein bisschen Müll aufräumen hier. Es gibt noch Bier und Zeitung und Brillen. Das ist das Einzige, was es jetzt hier noch gibt, aktuell. Oh, die eine Kundin in der Werkstatt ist auch weg. Das hat wohl zu lange gedauert. Aber irgendwie regenerieren die Leute nicht, ne? Kurz gucken hier, Angestellte. Ah, doch, langsam halt. Langsam, ne? So, guten Tag. Grüße Sie. Einmal Popcorn, bitte. Also, ein bisschen was haben wir noch, ne? Ja, super. So. Wir sagen, räumen wir mal ein bisschen Müll auf hier. Jetzt sieht nämlich aus wie... Wer schmeißt denn die Bananen hier hin, Leute? Also mal ehrlich. Wer macht denn überhaupt hier diesen Dreck in diesem Laden hier? Kann doch nicht sein. So. Weiter geht's. Blub. Guten Tag. Kraftstoff 3. Okay. Gott, Schnupftabak gibt's noch. Ist immer nicht mehr viel, ne? Jo, schönen Tag noch. So, Leute. Ne, die Mitarbeiter regenerieren auf jeden Fall. Schon mal sehr gut. Dann haben wir uns natürlich hier drum gekümmert. Und wie es weitergeht, Leute, ich werde noch ein bisschen weiter reingrinden hier. Sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge mit der Waschstraße. Ob das dann auch vernünftig funktioniert, gucken wir uns mal in Ruhe an. Aber nachdem wir das Krokodil oder den Müll da befreit haben. Ich würde sagen, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich wie immer fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Schreibt auch eure Meinung zum DLC dazu. Und dann, ja, sage ich mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.